Heute schaue ich mir ein paar Balkongestaltungen an, um zu sehen, welche Vielfalt hier möglich ist. Herzlich willkommen bei Schaumer Garten. Hier in diesem südseitigen Balkon haben wir zum Beispiel die Süßkartoffel. Das ist ja eine Zierpflanze, die aber auch in der Knolle als Gemüse für die Küche brauchbar ist. Salat und Hauswurz, aber auch die Hosta und Salbearten sind hier mal zu sehen, bis hin zu einer schönen Klematis, die hier hinaufragt. Auf diesem Balkon sind vor allem die Vertikalflächen recht fachgerecht ausgenutzt und es ist ein Gemüse- und Kräuterbalkon entstanden. In diesen Holzelementen, die ein spezielles Substrat beinhalten, finden wir Erdbeeren, hier haben wir Schnittlauch, Petersil ist zu finden und hier ein paar Kaffeolpflanzen und natürlich auch Salate. Ganz vertikal, gut ausgenutzt und trotzdem hier noch ein Sitzplatz zur Erholung. Hier auf dem nordseitigen Balkon sind natürlich andere Werte im Vordergrund. Es geht um zierendes Blattwerk, um interessante Austriebe von Pflanzen und das eine oder andere Obstgehölz hat auch noch Platz. Hier eine Stachelbeere, verschiedene Ziergräser, ein Lorbeer, der hier sehr saftig hellgrün austreibt und interessanterweise eine Pflanze, die wir schon am Südbalkon gesehen haben. Hosta ist eben geeignet für Schatten und für Sonne. Aber auch ganz bunt ist vieles möglich. Dieser Balkon hier ist nordwestlich orientiert und die Kokardenblume bildet hier einen kräftigen Farbpunkt. Dann haben wir hier Kleearten, wir haben einen weißen Lavendel, wir haben Rosmarin, wir haben Thymian und natürlich unterstützen auch die Gefäße oder die Einrichtungsmöglichkeiten unsere Farbeffekte. Kleine Deko-Elemente wie hier dieses Windspiel haben auch ihren Platz.